Also doch hoch mal da. So. Ich gucke. Ei. Ey, kein Momoschädel? Ihr Schweine. Ja, gut. Who cares? Ich weiß, hinter ihm war noch was. Nein, war es nicht. Verdammt. Zwei Momoschädel. Wo kriegen wir jetzt zwei Momoschädel her? Ne, nicht Momoschädel, sondern Momboschädel. War im Termitenhügel schon eine? Wo man so als Ben. Oh Gott! Oh Mistvieh! Gib mir meine Energie wieder. Danke. Was hast du zu sagen? Hey, Kleiner. Ein Tickers Turm sind Bären nicht erlaubt. Du bist tot, du kannst gar nicht mehr reden. I don't care about you, Gula. Oh, Momoschädel. Ey, hallo? Ey, hallo? Ey, hallo? Ja, sie habt da gehört? Ich kann bekommen. No one cares about it. Wie fühle ich mich verarscht? Wo ist der letzte Momoschädel, hä? Ah ja, ich weiß wo. Geh aus dem Weg, Termite. Du Drecksvieh. Ich weiß, wo der ist. Oh, ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo der Momoschädel ist. Und zwar hier hinter. So, dann gehen wir jetzt zu Mumbo und holen uns das letzte Puzzleteil. Also nee, wir holen uns nicht bei Mumbo das letzte Puzzleteil, sondern holen uns bei Mumbo. Also wir werden bei Mumbo jetzt zu Termite. Und können uns dann das letzte Puzzleteil holen und die letzte Wabe. Und dann ist dieses Level hier auch 100%. Da kann man hier echt nichts mehr abstauben. Also wirklich nichts mehr. Und damit ist dann auch die Aufnahme für heute beendet. Ich denke, ein Level 100%, das wird reichen. Ah, wenn wir viele Schädel haben. Stellen auf Totenschädel und dann B drücken. Mumbo machen Zauber wie Copperfield. Das ist spooky. Was passiert mit uns? Yeah, wir sind der Mieter. Mumbo machen kostenlos Rückverwandlung. Kommen wieder, wenn fertig. Ah, guter Zauber für erstes Mal. Hä? Ich hab nicht verstanden, was er gesagt hat, da es irgendwie so ein bisschen korrupt war. Naja, gut. Who cares about that? So, auf in den Termitenhügel. Und jetzt können wir auch diese verdammt langen, verdammt schrägen, meine ich, Wände lang gehen. Ohne runter zu rutschen. Was ich komisch finde, weil, naja, Termiten. Okay. Naja, gut. Ich denke lieber nicht, weil es kommt sowieso nichts Gescheites bei raus. Sag mal, willst du jetzt mal so dich dazu erwägen, mal hier nicht so rumzuspacken? Hey, wo hast du so coole Shorts her? Die muss ich haben. Die Shorts sind Spezialanfertigung. Die sind viel zu klein für dich. Überleg mal. Oh Gott, Termiten sind echt dumm. Ey, sag mal, was soll denn das? Hey, hallo? Machst du jetzt schon wieder einen auf Arschloch im ersten Level? Hä? Okay. Also, das finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen cheap ass. Komm, rüber da. Und komm. Was machst du? Hallo, erstmal. Ich bin der Werner. Nein, Spaß. Was soll denn das jetzt? Spackst du jetzt schon rum oder was? Ja, ist klar. Sag mal! Hallo? Thank you for coming off the first platform überhaupt. So, jetzt fühle ich mich verarscht. Also ich fühle mich eigentlich den ganzen Tag verarscht, aber jetzt fühle ich mich extrem verarscht. Ich sag jetzt nichts mehr. Ich konzentriere mich jetzt nur noch da drauf, denn Scheiße labern tut echt nicht gut bei sowas. So, jetzt ganz vorsichtig. Geht doch! So, was willst du, du? So, 100 Noten! Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden! Applaus! No one cares about that. So, und wir glitschen uns durch das Netz. Das ist völlig überflüssig. Nein! Okay, dann müssen wir uns nochmal durchs Netz glitschen. Wir glitschen uns nochmal durch. Komm her. Glitschen.
Nein, ich will glitschen. Nein! Okay. Das finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen kacke. Naja gut, ich muss nochmal kurz die Aufnahme unterbrechen und bin gleich wieder für euch da. Ich muss mich mal kurz abreagieren. Ich muss mal kurz was zu trinken holen. Also, bis gleich. Es hat so schön angefangen. Es war so schönes Wetter draußen. Es war... Oh nee, ey. Hat sich endlich mal abgekühlt durch das schöne Gewitter letztens. Und das ständige Regnen hier in der Nähe von Hannover. Und dann endet der Tag so beschissen oder was. Also nee, komm. Das finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen scheiße. Es ist zum Kotzen. So, jetzt bitte mach jetzt mal vernünftig. Ein Moment. So, ich hoffe, das war jetzt für jetzt die letzte Störung. Und ich hoffe mal, das Spiel verarscht mich jetzt nicht mehr. Ich musste noch mal kurz was mit meinen Eltern klären. Ach, komm schon, Mann. Verarsch mich nicht. Ich glaube, das liegt doch daran, Alter, dass ich mit keinem Original N64-Controller spiele. Sondern mit so einem Billigteil von... Okay, Billigteil nicht, aber es ist von Mediamarkt, so ein Gamepad. Ich habe es mir zwar original eingerichtet, aber... nein. Ein Moment. So,